Ja, Lisa, war das ein besonderes Spiel jetzt hier heute für dich? Ja klar, also ist mein zukünftiger Verein. Ich war schon angespannt, schon nervös vor dem Spiel, aber ich habe mich gefreut und ja, wir haben unser Ziel erreicht. Wir wollten mindestens einen Punkt hier holen mit Leverkusen und da bin ich stolz drauf. War es dir besonders wichtig, dann auch die Null zu halten, um den Kolleginnen schon mal zu zeigen, den Künftigen, dass man dich nicht so einfach überwinden kann? Ja klar, also eigentlich ist ja immer das Ziel, zu Null zu spielen, aber heute war auf jeden Fall nochmal ein besonderes Spiel für mich und ich habe alles dafür gegeben, zu Null zu spielen und das hat ja zum Glück dann heute funktioniert. Ja. Freust du dich dann schon jetzt auf Potsdam? Hast du schon eine Wohnung hier gefunden? Noch nicht, ne. Also klar freue ich mich, aber ich habe noch nicht große Gedanken gemacht. Erstmal muss ich jetzt versuchen, mit Leverkusen noch alles zu erreichen, also den Nicht-Abstieg zu erreichen sozusagen. Und dann erst werde ich mich hier auf Potsdam vorbereiten. Also ab Juni dann? Ja, genau. Also muss ich ein bisschen beeilen eigentlich, weil es sind ja nur noch 2,5 Monate knapp. Aber ja, anderes hat gerade noch Vorrang. Und dir ist schon klar, dass man in Potsdam am härtesten trainiert in der ganzen Welt. Ja, das habe ich gehört. Wurde mir im Vorfeld von mehreren Seiten berichtet. Aber es kann ja auch mal ganz gut tun. Also ich bin gespannt. Ja, mit Anna Saarholz hast du ja schon gesprochen. Dann noch, Bang Fei ist auch da. Also es wird einen Dreikampf geben. Die Nummer 1 wird nicht gleich so vergeben werden, ne? Genau, ja, das ist mir bewusst. Das war mir im Vorfeld klar. Aber ich wollte die Herausforderung annehmen und mal was Neues probieren. Mal, ja, Siege oder Pokale mitspielen. Und ich werde alles versuchen, um die Nummer 1 zu werden. Mal schauen, ob das auch klappt. Na dann, herzlich willkommen in Potsdam. Ja, danke schön.